Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Heute besuchen wir Kirchheim-Bolanden. Schönes Wappen. Ja, nicht nur das. Hier, das liegt im Kreis Donnersberg-Rot markiert im grünen Ländle Rheinland-Pfalz. Das kleine Übersicht. Deutschland mit seinen Bundesländern. Jahrhunderte sind um uns herum und Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein erzählen. Über die Jahrhunderte, wie es einst war. Und hier in diesen grau markierten Kreisen, da waren wir vor einigen Jahren unterwegs, um zu sehen, was es zu sehen gibt und zu hören, was die Zeugen heute noch können. Ihr wisset, dies ist ein Beitrag der Serie 6. Derzeit gibt es folgende Serien mit eigenen Beiträgen. Schaut bei Gelegenheit doch mal rein. Doch für hier und nun in einer kleinen Kreiskarte die Lage von Kirchheim-Bolanden, nordöstlich des Donnersbergs. Nähert man sich Kirchheim-Bolanden von Westen. Oh, ein schönes Stadtbild mit Stadtmauer. Wunderbar. Nähert man sich von Osten. Oh, eine herrliche Barockstadt. Ja, was denn nun? Tja, natürlich gewachsen durch die Zeit. Ihr seht, da gab's alte Adelsgeschlechter lokal, die Herren von Bolanden zum Beispiel. Und die Grafen von Spanheim. Spanheim ist richtig, nicht Sponheim, um's gleich zu sagen. Wie dem auch sei. Ja. Kirchheim. Das gelangte im 12. Jahrhundert, es war Reichsbesitz, an die Herren von Bolanden. Die waren Reichsministerialen. Ja, nicht unbedeutend. 1280 durch Heirat an die Grafen von Spanheim. Und ab 1368 verlegt Graf Heinrich II. Von Spanheim den Hauptsitz hierher nach Kirchheim bei Bolanden. Erst im 19. Jahrhundert tritt dann die heutige Namens- und Schreibweise auf, Kirchheim-Bolanden. Aber 1393 geht's durch Erbanfall an die Grafen von Nassau-Saarbrücken. Die kommen jetzt woher? Die kommen daher. Die Grafen von Saarbrücken, ja, das ist auch so ein bisschen im Westen, dann gibt's die Grafen von Nassau, im heutig hessischen Gebiet gelegen. Ja, und daraus wurden die Grafen von Nassau-Saarbrücken. Und hier im Osten, da geht's dann weiter. 1579 fällt das Ganze im Erbgang an die Grafen von Nassau-Weilburg. Gott, jetzt wird's aber, ja, die Wappen werden größer. Und ab 1737, da verändert sich's. Graf Karl August, der verlegt die Residenz von Weilburg, eben im heutig hessischen, hierher. Ja, das heißt was? Umfangreiche Bautätigkeiten. Unter seinem Sohn Karl Christian wird das fortgesetzt. Man baut ein großes, riesiges Schloss, reißt die Stadtmauer ab hier im Osten. Ja, das Schloss scheint mir jetzt aber ziemlich neu. Ja, kann man sagen. Nicht Kriegseinwirkungen waren es. Im 19. Jahrhundert überwiegender Abbruch des Schlosses, das war größer, wesentlich größer. Aber Zeitgeschmack, es muss modern werden, weg mit dem alten Barock. Vielerorts geschah das. Ja, dann besann man sich und ließ es restaurieren ab 1968 umfangreiche Arbeiten. Man baute einen Teil des Schlosses auf altem Grundriss wieder auf, historisierend. Heute ist es Seniorenresidenz. Die Nebengebäulichkeiten, die hat man in bestem Stile. Und die Restaurierungen dauern noch an. Städtischen Einrichtungen, gemeinnützigen Einrichtungen. Und des Weiteren vorgeführt. Seht hier, der Gasthof Weißes Rössel, einstig. Ja, prachtvoll das Wappen und das Rössel. Und auch hier im hinteren Hof, seht den linken Pfosten, das Rössel. Ja, man hat hier viel wieder hergestellt. Und so bietet Kirchheim-Bolanden das Bild einer barocken Residenzstadt. Die kleine Residenz nennt man's ja auch. Hier. Die Kirche im 18. Jahrhundert erbaut. Und natürlich prächtige Wappen in Holz, herrliches Schnitzwerk, weite Straßenzüge, es ist ein wenig bergauf und bergab. Ja, natürlich. Hier haben wir zum Beispiel das Komödienhaus oder auch andere Gebäulichkeiten, die meistens so um 1750 errichtet wurden. Eben nachdem
Graf Karl August die Residenz hierher verlegt hatte. Da wurden auch weite Teile der Stadtmauer im Osten, Süden und Norden abgerissen. Man findet kaum noch Gebäude der Renaissance oder der Gotik, bis auf das alte Diakonissenhaus, vor 1390 erbaut. Etwas umgebaut, aber das Erdgeschoss geht noch in diese Zeit zurück. Nebenbei die Stadtkirche, seht der Turm, aus dem 12. Jahrhundert stammt er. Und gleich daneben aus dem 18. Jahrhundert. Hier ein prächtiges Allianzwappen. Die Grafen von Nassau-Saarbrücken, Philipp und Adolf, haben sich hier 1551 verewigt. Ja. Seht. Je nachdem, wie man sieht, bergauf oder bergab, die Stadtkirche an der höchsten Stelle, einst ein fester Kirchhof. Ja, und mit Friedhof umgeben. Es wurde auch hier restauriert, vornehmlich auch im 17. und 18. Jahrhundert. Und natürlich ab 1968. Man hat hier den alten Stil, den Baustil, hervorgehoben. Natürlich auch Umbauten sind dokumentiert. Ja. Und man sieht auch, dass das eine oder andere Haus noch an die Stadtmauer angebaut ist. Doch das Gesamtbild, das ist wirklich in weitem Umkreis in dieser Form nicht mehr so gegeben wie hier. Hier seht die Apotheke zum Schwanen. 1725 erbaut, eine Hofapotheke. Sie steht hier am oberen Tor. Und hat's auch das Stadthaus von 1910. Mit dem Wappen der Eber. Ja, das Tor ein wenig verändert. Klar, die Stadtmauer schließt noch an. Doch schaut, es geht nach Norden eine Vorstadt. Da wohnten die weniger gut Betuchten, aber immerhin. Dienstmannen und so weiter. Ja, und es lohnt auch mal, in die Vorstädte zu gehen. Denn manches Haus trägt noch die Geschichte, Jahrhunderte zurückreichend. Liebe zum Detail. Hier zum Beispiel 1740 erbaut. Herrliche, in Farbe gehaltene Holzschnitzerei. Das Wappen? Ein Zimmermann wohl? Ja. Hier fanden sich Gesinde, Dienstleute, Händler. Ein riesiger Hofstaat für die Residenz. Und hier wohnte der Scharfrichter einst. Ja, außerhalb der Stadtmauern. Sein Dienst war geschätzt, er selbst nicht so sehr. Es war aber vielerorts so. Heute ist auch das Haus ein wenig verändert. Doch seht, die Stadtmauer schließt an. Vor allen Dingen im Westen ist sie nach gründlicher Restaurierung wieder sichtbar. Hier haben wir auch eines der merkwürdigsten Gebäulichkeiten, den sogenannten Gefängnisturm. Ein Bergfried aus dem 11. Jahrhundert, sagt man. Hier stand eine Reichsburg, bevor es an die Herren von Bolanden überging. 3,30 Meter sind die Mauern stark, 20 Meter hoch der Turm. Später diente er als Pulverturm. Und seht, hier haben wir auch Kirchen. Da hat's zum Beispiel die Liebfrauenkirche ab 1390 mit eigenem Friedhof außerhalb erwähnt. Ja, und hier eben die Stadtmauer. Wehrgang mit Dach wieder aufgebaut. Unter enormen Kosten. Und es muss natürlich auch erhalten werden. Doch das ist es dir wert. Seht. Zumindest von dieser Seite. Das ist ein Bild. Wenn auch im Stadtgraben moderne Rosse parken. Aber immerhin. Wie man's selten findet, denn nicht nur von der Außenseite. Ihr seht eine Büchsenscharte, eine Feldschlange. Auch von der Innenseite. Der Wehrgang ist ergänzt, teilweise begehbar. Ja. Hier sehen wir die sogenannten Schwibbögen. Sie schließen innen an die Stadtmauer an und tragen den Wehrgang. Die Stadtmauer selbst rund 1 bis 1,5 Meter stark. Einfache Häuser auch hier, wenn wir uns zum unteren Tore bewegen. Freie Plätze finden sich. Einst ein Fallgatter im Torturm. Und hier der Eber. Hatten wir das nicht in Farbe? Ach so, so ist das schöner. Vielen Dank. Ja, gern. Hier sind wir außerhalb. Natürlich auch hier der Torturm ein wenig umgebaut, etwas wohnlicher geworden. Hier sind wir am Römerplatz. Ja. Auch zur römischen Zeit gab es hier schon einen Vicus. Doch das ist lange her. Stolz, das Wappentier der Stadt. Und früher mag auch seine Durchlaucht mit Gefolge hier geweilt haben. Zu Kurzweil. Doch es schließen sich gleich enge Gassen an im Schatten der Stadtmauer.
Wie dem so ist. Oh, Entschuldigung, wir stören? Nein, kommt nur vorbei. Ich mache nur eine kurze Rast. Üble Zeiten sind das. Welche Zeit seid ihr? Was redet ihr? 1848. Die Revolution. Die Demokratie hat's schwer. Wir müssen gegen die badischen Herren kämpfen. Schlecht steht die Sache. Woher kommt ihr denn? 2019. Haben wir gewonnen? Ihr noch nicht, aber andere kämpften weiter. Für eure Sache. Und dann gewannen sie. Gut. Seht. Der graue Turm. Wiederum prachtvolle Häuser. Nehmt euch Zeit, ihr könnt wirklich in den Straßen wandeln. Euch zurückversetzt fühlen, über Jahrhunderte. Prachtvolle Hofstadt genießen. Natürlich sei gemerkt, dass alles auf den Schultern und mit dem Geld der einfachen Leute, die ihr Steuern zahlen mussten, Frondienst leisten. Es hat halt alles seine zwei Seiten. Ja, wie dem auch sei. Herrlich, die Blicke. Die jeweils verewigten Jahreszahlen. Und hier noch Reste der einstigen Schlossanlage. Zumindest der Park ist wieder schön angelegt. Man sieht natürlich auch, dass manche der Gebäulichkeiten ein wenig der Renovierung bedürfen. Es dauert noch immer an und es wird auch weiter andauern. Denn will man es so schön erhalten? Nun ja, immerhin. Schaut hier, da haben wir den Gasthof. Prinzen von Nassau, da wurde das Bier ausgeschenkt, was von den Grafen gebraut wurde. Ja, natürlich gegen kleinen Obolus. Nichts ist umsonst. Aber wie dem auch sei, gleich nebenan das Stadtpalais, 1750 auch wieder. Schönstes Barock. Ja. Und so schließt sich das eine kleine und das andere größere Gebäude an. Hier am oberen Teil der Amtsstraße. Da treffen wir auf ein Gebäude. Das trägt eine Inschrift. Professor Dr. Georg von Neumayr, wirklich geheimer Admiralitätsrat. Er war Direktor der Seewarte in Hamburg, wurde aber hier geboren. Das ist ein Hintergrund. Aber man gedenkt seiner. Modern das Gebäude anmutend und doch aus dem 18. Jahrhundert. Oder hier die ehemalige Kaserne. 1780 angelegt für die Grenadiere des Grafen. Doch auch dies währte nur bis 1806. Ja, die Geschichte kann manchmal sehr schnelllebig sein. Mit einem kleinen letzten Schwenk auf die neuen Städtlichkeiten. Kommen wir nun zu dem Punkt, somit hat die... Ein Moment, wartet mal. Ganz kurz, ich habe mich mal umgesehen bei euch im Jahr 2019. Ja, schön. Aber seid mal nicht zu selbstgefällig mit der Sicherheit eurer Demokratie. Wir haben dafür gekämpft. Was habt ihr getan bisher? Passt auf, dass ihr sie nicht wieder verliert.